Eine zweite Geschichte ist, was jetzt, ich habe es eben angedeutet, was auch sein kann, ist, dass wir gar nicht unbedingt so viel Schreckliches erleben, aber wir Emotionen von anderen Menschen, mit denen wir empathisch verbunden sind, sei es unsere Eltern, unsere Großeltern, die Menschen, die wir lieben, sei es Menschen, die wir überhaupt nicht mögen, aber die Macht über uns haben, unser Chef oder unser Trainer oder andere Leute, die, mit denen wir irgendwie in enger Verbindung stehen, dass wir von diesen Menschen Emotionen übernehmen. Ich habe sehr, sehr häufig, dass Patienten mit jahrelangen Depressionen nach erfolgten allen möglichen Therapien zu mir kommen und ich zum Beispiel sehr schnell finde, dass das erste Thema etwas ist, was sie gar nicht erlebt haben, sondern sie saßen vielleicht mit 3 Jahren auf dem Schoß von Opa. Opa hat sie ganz, ganz schrecklich lieb gehabt, hat sein Herz geöffnet, hat den Enkel oder die Enkelin in den Arm genommen und ans Herz gedrückt. Über sein Herz, über das Herz, über das Herzchakra fließen Energien wie Liebe, Glück, Freude, Zuversicht, ich bin dein. Es kann aber sein, dass wenn Opa möglicherweise im Krieg war, so wie meiner, in Stalingrad und 7 Jahre Sibirien, dass er in seinem Herzen eben nicht sehr viel Schönes erlebt hat. Dass er vielleicht Menschen töten musste, dass er seine Freunde verloren hat, dass er Schock, Verletzung, Trauer, Schmerz, Missbrauch, Zweifel an der Liebe, enttäuschte Liebe, Enttäuschung am Leben, dass er solche Sachen erlebt hat, dass er allein, wenn er seinen Enkel an seine Brust drückt, diese Information als Schwingung, als Frequenz übertragen werden. Wir wissen inzwischen über sogenannte EMGs, also nicht über die Elektrokardiographie, sondern es gibt auch Elektromagnetographien des Herzens oder Kardiomagnetographien, dass das Herz eine nicht nur elektrische Welle, die wir im EKG messen, sondern auch eine magnetische Welle abstrahlt. Und diese magnetische Energie eine viel, viel größere ist, weil sie fast mit 300.000 Stundenkilometer pro Sekunde fliegt und eine fast unbegrenzte Reichweite hat. Man kann, es gibt Mutmaßungen, dass diese magnetischen Wellen, Trägerwellen für die Heilkräfte von hellsichtigen oder telepathisch veranlagten Menschen sind, weil man auch diese Menschen zum Beispiel im Faradayschen Käfig abschirmen wollte und es einfach nicht ging. Aber sobald man sie magnetisch abschirmte, sie ihre Fähigkeiten verloren. Und man hat auch jede Menge Untersuchungen gemacht, wie tatsächlich, wenn Menschen übereinander denken, über hunderte Kilometer hinweg, wenn ein Mensch in Liebe an deinen anderen Menschen gedacht hat, dessen EKG-Wellen oder auch EMG-Wellen in seiner Herzableitung zu sehen waren. Also es sind über das Herz fließt unglaublich viel mehr an Informationen, als wir bisher in der normalen, konventionellen Medizin uns überhaupt nur vorstellen können. Wenn also sozusagen dieses Kind, ich komme wieder zurück, wenn also dieses Kind von Opa seinen Schmerz, seinen Kummer übernommen hat, dann kann es sein, dass es wie eine frühe, ganz frühe Programmierung ist. Dass der Mensch dann sagt, naja, ach, ich würde ja gerne lieben und ich verliebe mich dann mit 10 oder in einem guten Spielfreund mit 12, 14, 15 vielleicht das erste Mal die erste große Liebe, das aber unbewusst ein altes Programm sei, ganz vorsichtig, das könnte ganz, 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 ganz wehtun. Das heißt, dieser Mensch sein Herz nicht öffnet, sondern einfach wieder schließt. Und wenn er sein Herz schließt, natürlich aufgrund des Gesetzes der Resonanz andere Menschen trifft, die ihr Herz auch geschlossen haben. Und das heißt, meistens zieht Gleiches Gleiches an. Menschen, die unglücklich sind, ziehen auch meistens wieder Menschen an, die auch unglücklich sind. Unglückliche Menschen haben leider eine Eigenschaft, um für sich evolutionär überleben zu können, brauchen sie meistens immer andere Menschen, denen es schlechter geht als ihnen. Das heißt, Hauptsache ich bin in der Hierarchie unserer Gesellschaft, ich habe nicht die rote Laterne. Das heißt, Menschen, die wenig Liebe haben und Liebe nicht kennengelernt haben, geben auch keine Liebe, sondern tun einander weh. An der Stelle 2 schöne Worte zur Liebe. Liebe ist die größte Energie. Umso mehr man von ihr gibt, umso mehr bekommt man. Und von Sri Chinmoy ein schönes Zitat. Liebe ist das Gesetz. Wer es bricht, bestraft sich selbst. Kommen wir nun zurück zu diesem 3-jährigen Kind, das den Schmerz seines Großvaters aufgenommen hat. Es kann also nun sein, wie ich schon sagte, dass wenn es später Menschen begegnet und sein Herz in Liebe öffnen will, dass es sein Herz dann verschließt.
Einfach weil es mit 3 Jahren den unbewussten Glaubenssatz entwickelt hat, dass es sehr wehtun kann, wenn ich mein Herz öffne, dass ich sehr enttäuscht werden kann. Das ist auch etwas, was Menschen, die Enttäuschung erlebt haben, was sie als Glaubenssatz verinnerlichen, dass sie ihnen sagen, ich möchte nicht, dass mir so etwas jemals nochmal wieder passiert. Also sehe ich zu, dass ich am besten nicht enttäuscht werde und ich erwarte mal das Schlechteste und das Schlimmste und das Blödeste. Hier gilt wieder das Gesetz der Resonanz, was diesen Menschen passiert ist. Es passiert das Schlechteste, das Blödeste und das Schlimmste. Und dann sagen die, na siehste, habe ich es doch gewusst, also freue ich mich besser gar nicht mehr. Das sind, also diese unbewussten Programmierungen oder diese Glaubenssätze, sind Glaubenssätze, die ich, oder sind sowas wie innere Programme, die ich in meiner Behandlung fast als erstes angehe. Wer mich kennt, weiß, dass ich kinesiologisch arbeite, also den Körper quasi über Muskelteste abfrage wie ein Computer. Und in meiner ersten Behandlung frage ich meistens auch das Unterbewusste, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, habe ich meinen Platz im Leben, benutze ich meine spirituellen Kräfte. Ich frage aber auch, brauche ich die Krankheit, brauche ich diese Depression oder muss ich sie behalten, kann ich sie loslassen? Dann gibt es häufig 2 Antworten. Die eine Antwort sagt, nein, ich brauche die Depression nicht, dann ist er stark. Und dann sagt aber das Unterbewusste, doch, ich brauche diese Depression oder ich brauche diesen Krebs. Weil der Körper anhand von solchen Erfahrungen diese Glaubenssätze verinnerlicht hat und der Körper dadurch krank geworden ist. Und er hat praktisch, also wenn wir ihn als inneres Kind bezeichnen, er hat all das eins zu eins aufgenommen, was wir ihm gegeben haben, so wie wir ihn programmiert haben. Wenn wir unseren Körper liebevoll annehmen, ihn mit Liebe pflegen, ihn würdigen, die Schamanen oder die Hunas sprechen mit ihrem Körper, sie sprechen sogar mit jedem Organ, sie sprechen mit jedem Baum, sie geben den Sachen einen Namen, weil sie alles als ein ganzes System betrachten, wo alles mit allem verbunden ist und sie gehen liebevoll und pfleglich miteinander um. Sie gehen pfleglich und liebevoll mit ihren Gedanken um, genauso wie sie mit dem Körper umgehen. Wenn wir das also nicht tun, dürfen wir uns auch nicht wundern, dass unser Körper irgendwann auch mit Krankheit reagiert, mit chronischer Trauer, mit chronischen Depressionen, mit Glaubenssätzen, die sagen, ich brauche diese Krankheit. Weil diese Krankheit ist, wie Thorvald Detlefsen sagt, Krankheit als Weg, ist eine Chance, etwas zu verändern. Erst wenn wir etwas verändern, verändert sich was. Und dieses zu deuten, hat eine ganz enorme Wichtigkeit. So finde ich meist kinesiologisch sehr, sehr schnell Themen, unbewusste Themen, die unbewusste Emotionen oder sehr weit zurückliegende Emotionen oder übernommene Gefühle von den Eltern oder den Großeltern, die tatsächlich diesen Glaubenssatz erzeugt haben. Dann findet man, kann man auch sehr schnell an neuen Glaubenssatz erarbeiten. Und dieser neue Glaubenssatz, wenn der Patient den spricht, befreit er sich von diesem inneren Vertrag, diesem inneren Pakt selbst. Das hat also eine ganz enorme Bedeutung. Es gibt aber auch, neben diesen übernommenen Gefühlen, gibt es auch Gefühle, die wir von unseren Vorfahren übernehmen. Das heißt, wir haben manchmal auch so etwas wie ein Ahnenvermächtnis. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind entstanden aus einer Eizelle und einer Samenzelle. Bom, das Wunder des Lebens. Aus 2 Zellen wird eine, anscheinend die Seelenenergie inkarniert, wie es für viele verschiedene Religionen und Ideologien sehen. Wir sind aber entstanden aus der Hälfte der Information von Mama und aus der Hälfte von Papa. Aus einem Viertel von Oma und Opa, aus einem Achtel von Uroma und Uropa und aus einem Sechzehntel von Ururoma und Ururopa. Das reicht sehr, sehr weit zurück. Das reicht sogar so weit zurück, dass wir in unserer persönlichen Menschheitsentwicklung noch einmal die Programme des kriechenden Menschen, des Reptiliens, wenn wir also auf Baby auf allen Vieren kriechen, wiederholen, bis wir sozusagen in die Senkrechte kommen, auf 2 Beinen stehen, dass wir da einfach auch nochmal die Programme, die Reflexprogramme und die ganzen evolutionären Lernprogramme der Menschheitsgeschichte des Homo sapiens wiederholen und des Homo erectus. Das sind Programme, die sind schätzungsweise 200.000, 300.000 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter. Das heißt, auch in unseren Genen und nicht nur in den Genen, auch in den Zellen sind die Informationen von unseren Vorfahren gespeichert. Wir kennen das in der Homöopathie, dort nennt man das die Miasmatika. Es kann also sein, dass wenn mein Urgroßvater eine Tuberkulose hatte, mein Schwachpunkt heute immer noch die Lunge ist. Ich immer noch an Lungenerkrankungen erkranke, Lungenkarzinome kriege, Tuberkulose Gott sei Dank kaum noch, aber eben halt vielleicht Asthma oder ein chronisches Emphysem.